Münster im September 2010. Eine umstrittene Skulptur der Künstlerin Silke Wagner wird auf dem Servatiplatz aufgestellt. Schon 3 Jahre zuvor war sie ein Publikumsmagnet der Stadt. Da wurde sie im Rahmen der Skulpturprojekte Münster unter dem Motto Geschichte von unten eingeweiht. Dann aber verschwand sie wieder von der Bildfläche. Monatelang diskutierte man über ihre Rückkehr. Doch was löste diese Kontroverse um ein Denkmal aus? Es war die Person, der damit gedacht wurde. Paul Wulff. Die steht jetzt da, weil man, sagen wir mal, sich durchgesetzt hat politisch an der Stelle. Man hat aber tatsächlich einen politischen Konflikt herausgemacht. Die meisten Leute sind sehr froh, dass die Skulptur da wieder steht und äußern sich positiv. Man sieht also oft hier Menschentrauben, die hier drum rumstehen und diskutieren. Ganze Schulklassen, die dann nach Münster kommen und sich mit der Geschichte von Paul Wulff auseinandersetzen. Also wenn Kinder eine Skulptur toll finden, dann werden sie sich jetzt nicht getan haben wegen der Inhalte, die auf den Plakaten gestanden haben, denn die werden sie nicht verstanden haben. Sie werden sie viel mehr toll gefunden haben, weil es eine greifbare Skulptur ist, eine visualisierte Figur, eine menschliche Figur da gestanden hat. Während beispielsweise andere Skulpturen zu Skulpturenausstellungen sicherlich für auch junge Menschen, Kinder beispielsweise, nicht so verständlich gewesen sind. Meine Einschätzung ist, weil man sie greifen konnte, weil sie etwas dargestellt hat, war sie besonders beliebt. Der Münsteraner Paul Wulff war ein Opfer des NS-Regimes. Von den Nazis zwangssterilisiert und für schwachsinnig erklärt, kämpfte er auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch für ausgleichende Gerechtigkeit. Anspruch auf Schadensersatz erhielt er nicht. Er bemühte sich außerdem um politische Aufklärung, doch zu Lebzeiten wurde er nur von wenigen ernst genommen. Was war der Grund? Was war der Grund der Sterilisation? Ja, weil die auch denselben, weißt du, wegen angeborener Schwachsinn, wie sie, bei beiden selbst, deswegen. Angeborener Schwachsinn? Ja, sicher. Also, aber deswegen hätten sie es immer noch nicht tun dürfen. Müssen wir mal sagen. Das ist ja gegen das Naturgesetz, gegen das Naturgesetz, ne? Mhm. Die haben sich gegen das Naturgesetz haben sich schuldig gemacht. Also insgesamt, wenn man einer Figur Paul Wulff gedenken möchte, sollte man das meines Erachtens nicht in Form einer Skulptur tun, die mehr so an Karnevalsfiguren erinnert. Und ich bin auch nach wie vor der Auffassung, dass das, was dort als Erinnerung für Paul Wulff dort versucht wird zu implementieren, misslungen ist. Ich glaube nicht, dass die Sache, die Paul Wulff dort vertreten hat, in seinem ganzen Leben vertreten hat, als NS-Verfolgter, an dieser Stelle dem gerecht wird. Eine Skulptur, die umstritten ist, drückt nicht immer das aus, was man vielleicht am Ende erreichen möchte. Ja, Skulpturen sind immer Gegenstände, über die man sich austauscht, wo man unterschiedliche Einstellungen haben könnte. Es gab, soweit ich das mitbekommen habe, einige Besorgnis, ob das sozusagen sein Interesse gewesen wäre, dass man ihn als Person so in die Öffentlichkeit stellt. Das muss jetzt gar nicht eine inhaltliche Kritik sein, aber es wäre langweilig, wenn man bei Skulpturen immer alle einer Meinung wäre. Dann wird man sich ja gar nicht so genau damit beschäftigen und nicht mehr so hingucken. Das ist sein Leben, was sich dort abbildet. Und deswegen freut es mich, dass für einen kleinen Mann von einer schlimmen Geschichte ein schönes Denkmal entstanden ist. Schön nicht in dem Sinne, dass es ästhetisch schön ist, sondern dass es etwas zeigt, was sonst vielleicht vergessen werden würde, was man übersehen würde. Und er ist ein Münsteraner. Seine Geschichte kommt aus Münster und wird für Münster erzählt. Das Geschichtsbewusstsein lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Man sieht es halt auch an den vielen Straßen in Münster, die nach Kriegsverbrechern oder Nazis benannt sind, wie zum Beispiel der Jöttenweg. Oder eben auch zum Beispiel der Hindenburgplatz finde ich auch absurd, dass hier nach Hindenburg, der also im Ersten Weltkrieg im Grunde an Kriegsverbrechen beteiligt war und Steigbügelhalter von Hitler war, 33, das nachdem der größte Platz in Münster benannt ist. Also dieser Platz sollte meines Erachtens auch dringend umbenannt werden. Wir bemühen uns gerade, dass der Wilhelm-Jötten-Weg in Münster umbenannt wird in Paul-Wulff-Weg. Wilhelm Jötten war auch einer von diesen Verschürklüngeln, muss man sagen, also auch ein Nazi-Arzt, der also ab 1933 Mitglied der NSDAP war, auch an Kinderexperimenten in der Nazi-Zeit beteiligt war.
und dann in den 50er Jahren das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Und dann wurde die Straße der Jöttenweg in Münster nach ihm benannt. Und wir vom Freundeskreisverbund bemühen uns jetzt natürlich, dass der Jöttenweg umbenannt wird in Paul-Wulff-Weg. Aber nicht nur umbenannt, sondern was sinnvoll wäre, meiner Meinung nach, wäre dann ein Schild dort anzubringen, wo die Geschichte von Wilhelm Jötten dargestellt wird, also als NS-Arzt und hoch angesehener Bürger dieser Stadt. Und auf der anderen Seite die Geschichte von Paul Wulff, der ein Opfer von genau solchen Ärzten war. Ich denke natürlich, dass solche Straßennamen kritisch sind, aber sie einfach dadurch zu entschärfen, indem ich sie umbenenne, löscht auch Geschichte aus und damit auch Erinnerung aus. Und ich weiß, ob wir klug beraten sind, das zu tun, dass wir die Geschichte reinwaschen durch Namensänderungen. Ich denke, es ist sinnvoller und klüger, mit entsprechenden Hinweisschildern und auch Gedenktafeln, wie auch immer man das gestalten möchte, auch ausdrücklich diese Problematik hinzuweisen, statt irgendwelche Straßenumbenennungen zu machen, die dann sozusagen die Geschichte weißwaschen. Das hatten wir schon mal gehabt zu anderen Zeiten Deutschlands. Und ich weiß nicht, ob wir da klug beraten sind, das zu wiederholen. Die Kontroverse um die Person von Paul Wulff zeigt sich auch an der Skulptur selbst. Immer wieder kommt es zu Beschädigungen, Plakate werden regelmäßig abgerissen. Jugendlicher Leichtsinn oder gezielte Attacken auf Paul Wulff? Also er hat wirklich auch in offenen Wunden gewühlt. Also er hat öffentlich gemacht, wenn Leute in der Nazi-Zeit Verbrechen begangen haben und dann eigentlich ihre Karriere nahtlos fortsetzen konnten. Und das hat er in seinen Ausstellungen auch öffentlich gemacht. Deshalb gab es auch Anschläge auf seine Ausstellung. Von daher steht das in gewisser Weise in der Tradition dieser Ausstellungsgeschichte von ihm persönlich und dem, was jetzt hier passiert, dass immer wieder Leute eben die Skulptur beschädigen, versuchen, die Brille kaputt zu machen und so weiter. Und er ist natürlich für viele auch ein Ärgernis. Es ist nicht nur so, dass alle Menschen es toll finden, dass eine Skulptur für jemanden wie Paul Wulff hier aufgestellt wurde, sondern es gibt auch viele, die natürlich die Skulptur anfeinden. Das ist natürlich bedauerlich, aber es zeigt natürlich auch die gesellschaftliche Realität. Also es gibt halt diese gesellschaftlichen Konflikte, die hat Paul Wulff im Grunde zu Lebzeiten schon repräsentiert und heute in gewisser Weise auch. Also ich erinnere mich an die letzte Beschädigung, wo die Brille da runtergeschlagen wurde. Das war irgendwie samstags nachts oder so. Da würde ich ja vermuten, liegt auf der Hand, dass da irgendwelche betrunkenen Menschen, ob es ein Jugendliche waren oder nicht, dahingestellt, auf dem Weg zum Bahnhof sich den Spaß erlaubt haben, was zu demolieren. Das haben wir häufig in der Stadt. Das hat aber auch nichts mit der Skulptur Paul Wulff zu tun. Das halte ich für abwegig. Also wenn man tatsächlich einen rechtsradikalen Hintergrund vermuten würde, hätte man andere Dinge gemacht. Für die kommenden 3 Jahre wird die Skulptur noch am Servatiplatz bleiben. Sie ist damit für jedermann zugänglich, egal ob sie Befürworter oder Gegner sind. Dieser Platz ist halt sehr schön. Es gibt hier im Grunde keine Skulptur. Und ich glaube, es ist auch ganz passend, weil Paul nicht direkt im Zentrum steht, aber am Rande des Zentrums, wie eigentlich auch zu Lebzeiten. Und hier an der Promenade sind ja viele Menschen, die dann hier vorbeikommen und das lesen und so weiter. Es ist eigentlich eher Zufall, dass es dieser Platz ist. Sie steht an einem schönen Platz, auch sehr interessant. Vor einem großen Gebäude gibt es einen Menschen, sichtbar in einer Dimension, die vor dem Gebäude zwar immer noch klein ist, aber doch größer ist, als er geblieben wäre, wenn man sich nicht um ihn gekümmert hätte. Also man gibt ihm eine gewisse Form von Bedeutung. Ja, wir haben jetzt vereinbart, dass sie dort ein paar Jahre stehen bleibt und anschließend in die Villa zum Hompel soll. Ich finde das auch in Ordnung, weil ich denke auch, wenn man das tut, hat man auch deutlich mehr Chancen, das drumherum, worum es eigentlich Paul Wulff auch geht, besser zu dokumentieren. Also von Plakaten, die mehr so an 70er, 80er Jahre Häuserkampf und so weiter erinnern. Ich denke, da ist es dann richtig aufgehoben. Ja, es gab ja viele Stimmen jetzt, die das nicht gut finden. Die sagen, die Skulptur muss hier stehen bleiben. Das ist eine ganz wichtige Skulptur für Münster. Aber natürlich, vor der Villa ten Hompel ist sie ja nicht weg aus Münster, sondern sie steht da, wo auch der Nachlass von Paul Wulff steht. Also der ist ja in der Villa ten Hompel archiviert, beziehungsweise es gibt auch einen Raum, in dem an Paul ganz konkret erinnert wird. Und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn das dann in einem geschützten Raum steht, wo die Plakate nicht dauernd abgerissen werden können, wie es jetzt hier der Fall ist. Und ich glaube, nach 3 Jahren ist es vielleicht auch angemessen, die Skulptur dann umzusetzen. Auf der anderen Seite könnte ich mir natürlich persönlich auch vorstellen, dass sie hier bleibt, wenn sich die Münsteraner Bevölkerung dafür aussprechen sollte. Bei uns vor der Tür ist, glaube ich, nicht die beste Lösung. Das hat einen guten Grund, weil der Nachlass hier ist, weil wir das
unsere Ausstellung zum Thema machen und wenn die Person dann draußen vor der Tür ist, okay, das ist etwas, wo man außen etwas zeigt, was man sonst drin vielleicht nicht vermutet hätte. Also insofern würde es mich freuen, wenn das zustande kommt. Aber ich glaube, im Moment steht er sehr gut dort, wo er ist und vielleicht kann es auch noch ein bisschen länger so bleiben. Wo und auf welche Weise man Paul Wulff am besten gedenkt, bleibt wohl unbeantwortet. Dass man ihn aber nicht vergessen sollte, darin ist Münster sich scheinbar einig. Erinnerungsorte gehören zu einer Stadt. Dieses Beispiel hier ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Stadt sich auch mit Außenseitergeschichte auseinandersetzt. Es gibt dann nichts Wichtigeres, als dann an Menschen zu erinnern, die tatsächlich auch ein Leid durchgemacht haben, auch in der NS-Zeit. Gerade so Menschen wie Paul Wulff, die lange Zeit auch durch Konservativen verleugnet wurde, was beispielsweise auch sein Leid anging. Und das ist unsere Aufgabe und Pflicht zugleich, hier daran zu erinnern. Und auch den Menschen, die damals das Leid erlitten haben, nicht zu vergessen an der Stelle. Mit Paul fehlt natürlich jetzt auch ein Gedächtnis dieser Stadt. Zu seinen Lebzeiten wurde er oft als Kauz wahrgenommen von vielen und nicht ernst genommen. Das war also eine traurige Geschichte eigentlich.